Ja, moin moin, herzlich willkommen. Solduri Webinar Teil 2. Heute wollen wir uns ein bisschen das Blog-System angucken auf der Webseite. Wollen so ein bisschen Vor- und Nachteile, warum Blog, warum nicht im Forum schreiben, so wie das jetzt im Moment gemacht wird. Warum ist es sinnvoll, einen Blogartikel zu verfassen und nicht zwingend, oh Gott, Musik ein bisschen leiser machen? Das ist von Vorteil, weil es ist zu laut. So, warum ist es sinnvoll, einen Blogartikel zu nehmen und nicht im Forum das zu erarbeiten und im Forum stehen zu lassen, wo man dann sagt, wieso, Hauptsache steht auf der Seite und wir haben das zur Verfügung. Wird heute diesmal nicht so lange dauern, denke ich, aber ihr kennt mich ja, ich brabbel gerne. Von daher steigen wir gleich ein. Ihr habt wieder die Möglichkeit, über Discord teilzunehmen. Das heißt, über Discord in den Channel, wenn ich es denn groß kriege, in den Twitch-Livestream zu kommen und könnt dann direkt eure Fragen stellen. Und wir sollten euch auch hören hier in dem Chat. Ja, in dem Sinne starten wir gleich mal. Ich switch da mal um. Plupp. So, und wir sind auf der Webseite. So, mal alles umbasteln hier, damit ich das auch ordentlich sehe. Damit mir die Fragen von euch nicht abhanden kommen. So, alles klar. So, wir starten natürlich wieder auf der Startseite von Solduri. Was haben wir heute überhaupt vor? Gucken wir uns mal im Eventkalender. Das haben wir ja letzte Woche gelernt, quasi. Wie ich so ein Webinar, also so ein Eventkalendereintrag mache. Und was haben wir heute vor? So, im Endeffekt geht es darum, warum überhaupt Blogartikel? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck? Warum macht das Sinn? Warum macht das keinen Sinn? Dann gehen wir ein bisschen darauf ein, was ist der Unterschied zwischen einem Blogartikel oder überhaupt zwischen einem Blog und einem Diskussionsforum? Drittens, das werden wir einen Blogartikel anlegen auf der Homepage. Das ist auch super einfach, geht ratzfatz. Soll euch zeigen, wie simpel das ist und was man damit Cooles machen kann. So. Ja, starten wir los im Endeffekt. Ja, moin Alantier. So, wir starten gleich mal los. Im Endeffekt fangen wir mit Punkt 1 an. Warum überhaupt Blogartikel? Was soll das? Wieso? Weshalb? Warum? So ein Blog ist ja nichts anderes wie eine Artikelsammlung. Das können Texte sein zu eurem Rollenspiel, das können Szenarien sein, das können Armeelisten sein, die ihr persistent speichern wollt. Werden viele sagen und sagen auch viele bei uns im Verein, habe ich ein Forum für? Warum soll ich jetzt irgendwie wozu Blog schreiben? Blöd. Ich Forum viel schneller, viel cooler, das schreibe ich sowieso. Ja, das ist zwar sicherlich richtig, aber wenn wir uns ein Forum angucken, so, das Solduri-Forum. Und so ein Forum ist folgendermaßen aufgebaut. Du hast in einem Forum hast du verschiedene Kategorien. Hier zum Beispiel Mitgliederversammlung, Kinder, Jugendarbeit, Rollenspiele, bla 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 bla. So. Da dort drinne hast du dann, sag ich mal, so wie der imperiale Senat, nochmal eine Gliederung drinne. So. Und das ist das eigentliche Forum. Das heißt, diese einzelnen Gliederungen sind die Foren. So, in einem Foren-System. So, und was wir hier drin haben, sind die einzelnen Threads. Nur so, nur habe ich einen Thread und in diesem Thread fange ich an zu schreiben und der nächste schreibt was dazu, der nächste schreibt was dazu, der nächste schreibt was dazu. Das ist auch total cool. Und oftmals wird dann, wenn das was eine Heldengeschichte ist, so die Fluffgeschichte von der Heldengruppe, von der DSA-Gruppe, von der Shadowrun-Gruppe, sonst was. Ausrüstung, eine Basis, total geiler Kram, wird gesammelt und wird dann in den ersten Post reinkopiert und da gepflegt. Das ist sinnvoll zum Erarbeiten. Wenn man in einer Gruppe mehrere Sachen erarbeitet, macht das Sinn. Es ist aber nicht sinnvoll, das persistent dort in diesem Forum zu speichern. Warum? So, das ist im Prinzip super einfach und schnell erklärt. Wenn ihr jetzt nämlich wieder zurückgeht, werdet ihr sehen, dass das Ganze irgendwann fertig ist. Zum Beispiel dieser Seed-Eintrag hier hat sein Datum am 20. Juni, habe ich da das letzte Mal geschrieben.
Das heißt, es gibt schon zwei Sachen, wo später was geschrieben wurde. Oder eine Sache, wo später was geschrieben wurde, die sitzt da drüber. Das heißt, euer Artikel, der super cool ist und egal wie toll der ist, egal wie viel Liebe und Herzblut ihr da entweder persönlich oder zusammen mit eurer Gruppe reingesteckt habt, irgendwann wird es dazu kommen, dass du hier unten auf Seite 2 landest. Auf Seite 3, auf Seite 4 und du landest immer weiter unten. Es findet kein Mensch. So, noch viel wichtiger, wenn das nicht gepflegt ist, weil diesen Artikel müsst ihr ja auch pflegen, diesen ersten Post in diesem Forum müsst ihr ja auch pflegen. Das ist auch gestalterische Arbeit und den müsst ihr übersichtlich halten und dann alle Informationen aus Threads zusammentragen. Das ist ganz cool, das kann man so machen, ja. Ihr werdet gleich aber sehen, in einem Blog-System, was wir auf der Webseite haben, geht das genauso gut, wenn nicht gar noch besser, weil ich textgestalterisch einfach noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten habe. So, von daher landet mein Thread unten. Was kann man dagegen tun? So, die normale Art und Weise, um so einen Post in einem Forensystem, was ich als Datenablage missbrauche, zu sichern und wieder rauszuholen und verfügbar zu machen, ist, so ein Thread wie den FAQ-Thread hier sticky zu setzen. Sticky bedeutet, ich setze den oben im Forum fest und er bleibt dort stehen. Das heißt, er wandert nicht nach unten, egal wie alt er ist, weil wir den für wichtig halten und deswegen bleibt er immer als erster Post stehen. Das ist schön, funktioniert bei so einem FAQ super. Eine Stufe mehr wäre dann auch so eine Bekanntmachung, die dann da oben landet. Funktioniert aber nicht, wenn 30 Heldengruppen ihre Heldengeschichte da reinschreiben. Weil das führt dann dazu, dass ich entweder 30 mal sticky gesetzte Posts habe, kein Mensch liest dieses Forum mehr. Und kein Mensch blickt da mehr hinter, weil er reinguckt und dann den obersten beantwortet und in einen uralten Post reinschreibt, nur weil da mal eine Armeeliste ist. So diese Armeeliste, sag ich mal X-Wing, ist aber ja vielleicht schon ein Jahr alt. Vielleicht habt ihr ja seit einem Jahr schon nichts mehr reingeschrieben oder habt das Interesse an diesem Projekt verloren. Nun ist das ja immer noch sticky geschaltet. Das heißt, jemand, der reinschreibt, sagt, es ist ja total oldschool. Das funktioniert ja so gar nicht mehr, weil sie die Regeln genervt haben von dem Schiff. Dementsprechend ist das nicht zweckmäßig. Es ist zum Erarbeiten cool, aber nicht zur persistenten Speicherung. Und da kommt der größte Unterschied zu einem Blocksystem rein. So ein Blocksystem, gucken wir uns das mal an, sorgt halt dafür, dass du verschiedene Kategorien hast. So, das heißt, wir zum Beispiel hier haben jetzt nur einen Block in dem Sinne. Das heißt, wir haben alle untereinander weg. Aber wie ihr seht, hat jedes von diesen Artikeln hat eine Kategorie. Zum Beispiel hier ist Sparte Clubraum oder das Nerf-Ding hat Dartgewitter. So, jetzt kann ich auf der Webseite einfach sagen, ich habe hier sowas wie ein Dartgewitter. Und auf diesem Dartgewitter, hier werden jetzt zu diesem Dartgewitter nur die Artikel angezeigt, die aus der Kategorie Dartgewitter kommen. So, das heißt, ich kann verschiedenste Informationen auf der Webseite, Termine, jetzt könnte ich, wenn es eine Kategorie Dartgewitter gibt, im Kalender, was es noch nicht gibt, aber das könnte man machen, das greift dann auch in letzte Woche mit rein, könnte ich jetzt hier an der Seite anzeigen alle die nächsten Termine, die zu dieser Kategorie passen. Also alle X-Wing-Termine. Oder ich kann hier ein Menü anzeigen, wo wir Links machen zu diesen ganzen Geschichten. Das heißt, wir können dann auch noch einzelne Artikel, die wir für wichtig erachten und für wirklich als helfend erachten für neue Spieler oder neue Mitglieder, können wir die direkt verlinken nachher. Die können dann auch direkt nach draußen verlinkt werden. Ihr könnt die bei Facebook posten, das ist viel, viel besser. So, weil in unser Forum zum Beispiel kommt ja auch gar keiner von außen ran. So, dementsprechend habe ich da die Möglichkeit, das zu machen. Das kann man ganz weit ausgestalten noch und viel, viel cooler machen. Das wird in Zukunft sich auch noch ein bisschen verändern. Also wir werden nochmal so ein Blog-Webinar machen, einfach um das neue System dann einzuführen und zu zeigen. Es bleibt aber der gleiche Editor und das ist, ihr habt nur ein paar mehr Möglichkeiten, ein paar coolere Möglichkeiten. So,
Das ist also der Hauptunterschied. Ich kann zum Forum, ich kann direkt mit diesen Artikeln weiterarbeiten und kann halt textgestalterische Mittel noch nutzen. So, deswegen sollte auch immer bei uns der Blogartikel am Ende einer Forumsdiskussion stehen, wenn es denn Sinn macht, das zu speichern. Wenn ich jetzt eine Sammelbestellung mache und die Sammelbestellung ist fertig, die hat natürlich ihren Platz im Forum, das macht da am meisten Sinn. Oder wenn ich mir überlege, mit mehreren zusammen, fahren wir Kanu fahren oder nicht, ja, da mache ich auch keinen Artikel zu. Da kommt dann nachher ein Terminkalendereintrag raus für die Veranstaltung. Und dann aber im Nachhinein vielleicht mit den Bildern, mit der Beschreibung, was haben wir gemacht, wie cool war das? Und ein kleiner Reisebericht quasi von dieser Kanu-Paddeltour, können wir danach einen Artikel machen, der dann reinkommt. Und der dann hier oben im Prinzip unter Aktivitäten oder sonst irgendwas landet. So. Das sind einfach die Möglichkeiten dazu. Und deswegen ist das immer dem Forum vorzuziehen. Zum Forum ist zum Erarbeiten toll, aber nicht zum Vorhalten der Information. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, und da kommen wir zum Thema Updates, Aktualisierung. Wir haben die Herausforderung, dass dieses System nicht primär für uns geschrieben ist. Das heißt, wir müssen mal Aktualisierung machen, es muss eine neue Forensoftware eingespielt werden, das muss ja neuesten Sicherheitsstandards auch genügen, dass wir da einfach auf Stand bleiben. Wenn es jetzt dazu kommt, dass wir etwas sichern oder es fliegt mal was auseinander oder sonst was, es ist nicht pflegbar. Es ist einfach nicht kopierbar, man kann die Texte da nicht rausholen, weil es alles einzelne Forenposts sind. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine Geschichte und muss mir jetzt aus jedem einzelnen Teil, wenn ich jetzt die Entstehungsgeschichte des Seed mir angucken will, muss ich mir jetzt jedes einzelne Geprökel da rauspulen. Ich muss also jetzt jeden einzelnen Punkt mir rauskopieren und muss hier rein. Das heißt, ich kann, das macht es mir als Webdesigner, macht es mir unmöglich, ein altes Forensystem in ein neues zu übernehmen. Es sei denn, ich bezahle irgendjemandem unfassbar viel Geld für eine Migration oder setze mich selber wochenlang daran und kopiere jeden einzelnen Beitrag. Das mache ich nicht. Das steht auch in keinem Verhältnis. Wie viel wichtige Informationen sind das? Im Buchungssystem allerdings, also im Blogsystem allerdings habe ich nur einen Artikel. Hier kann ich das auch nicht einfach copy-paste rauskopieren. Vernünftig. Also ich kann nicht einfach sagen, ich kopiere das jetzt. Dann kopiere ich viel zu viel Müll mit. In einem Blogartikel habe ich einfach einen kompakten Text. So, oder wenn ich mir den ganzen Text angucke, habe ich hier einen kompakten Text. Den kann ich kopieren, Steuerung C und kopiere den bei Facebook rein. Steuerung C, kopiere den in einer anderen Gruppe rein, in einem anderen Forum, sonst irgendwo. Das sind so die Hauptfeatures an der Geschichte. So, kommen wir zum eigentlichen Erstellen eines Blogartikels. Das ist noch einfacher als einen Terminkalendereintrag machen. Vieles von den Sachen habt ihr schon, wenn ihr euch jetzt mit den Terminkalendereinträgen beschäftigt habt, habt ihr schon gesehen und habt ihr schon mitgearbeitet. Im Endeffekt ist es so, dass ich, wenn ich angemeldet bin, das ist natürlich wieder eine Hauptbedingung, ich muss also hier irgendwie angemeldet sein. Na? So, klack. So. Jetzt hat er mich rausgekickt. So. Na, ich muss mich anmelden, bin angemeldet. So, in dem Moment, wo ich angemeldet bin und mich im Blog-Bereich befinde, habe ich hier ein kleines Menü. Das heißt, ich habe hier diesen Blogartikel schreiben. Habe ich das da oben auch reingemacht? Nee, habe ich nicht. So, das heißt, ihr habt hier Blogartikel schreiben. Das ist ganz einfach. Klickt ihr drauf und es geht ein Editor-Fenster auf. Ihr werdet sehen, dieses Editor-Fenster hat noch weniger Einstellmöglichkeiten wie vorher, also wie der Terminkalender. So, jetzt gebe ich dem einen Titel. Und zwar habe ich mir vorhin vorsorglich von Martina Safira einen Bericht geben lassen oder eine Beschreibung geben lassen für die Nordland-Gruppe. Die Nordland-Gruppe ist eine von unseren DSA-Rollenspielgruppen und
Es wäre ja ganz cool, in dem Terminkalender, das nicht steht, unsere Gruppe ist voll, wir spielen immer freitags, wenn man da reinschreibt, was ist das überhaupt? Was ist die Nordline-Gruppe? Wer spielt da? Woraus bestehen die? Wer macht da mit? Worum geht es in dieser Nordline-Gruppe? Schon hat man Text für einen Terminkalender und es sieht einfach unglaublich cool aus. So, und eben, wir können das als Gruppentext nehmen und wir können einen Artikel schreiben. So, dementsprechend mache ich mir das jetzt in Word mal auf. Das ganze Ding. Und ist jetzt, wie gesagt, einfach ein Word-Dokument. Ich ziehe das jetzt hier mal rein. Zack. So, ich habe jetzt hier einfach ein Word-Dokument. So, das hat sie einfach geschrieben, ist jetzt fertig. So, das kann ein Auszug sein aus dem Forum, dass ihr das aus dem Forum reinkopiert habt, ein bisschen Schreibfehler wegmacht, alles zusammenkopiert, alles schön. Das speichert ihr euch, wenn es geht, lokal weg. Eure Texte, bewahrt die auf. Das ist immer sinnvoll, weil dann könnt ihr viel einfacher mitarbeiten und ihr braucht nicht auf der Webseite, ihr könnt offline die Dinger erstellen. Und ihr habt eine Datensicherung, falls mal irgendwas passiert. Auch wir sind schon gehackt worden und das sind Angriffe von außen, die kann ich nicht verhindern. Da habe ich keine Möglichkeit. Das heißt, wenn der Angreifer irgendeine neue Sicherheitslücke ausnutzt, kann es mal vorkommen, dass bevor wir die patchen, das ausgenutzt wird. So, haben wir ja schon gehabt. Also wir kennen das aus eigener Erfahrung. So, jetzt habe ich diesen Text. Diesen Text kopiere ich mir. Steuerung A, Steuerung C. Jetzt, ganz wichtig, wie beim Terminkalender, nicht hier einfach reinkopieren. Wenn ich das hier einfach reinkopiere, dann kopiert er, was er jetzt übrigens auch nicht gemacht hat, dann kopiert er sich den ganzen Kladderadatz mit rein. Ich gehe hier auf Paste as Plain Text. Das ist hier dieser kleine Ordner. Warte mal, ich zeige euch das mal ein bisschen größer. So. Hier dieser Ordner. Ich habe einmal Paste, also reinkopieren und reinkopieren als reiner Text. Dann geht so ein kleines Fenster auf und ich kann... Ich muss das wohl nochmal neu aufmachen. Ich hätte Word nicht schließen sollen. So. Steuerung A, Steuerung C und dann Steuerung V. So, jetzt steht der Text hier drin. So, jetzt kann ich einfach sagen Insert. Buff, jetzt ist er da drin. Ohne irgendwelche Formatierung. Gar nichts. Absolut gar nichts. Das heißt, ich kann diesen Text jetzt bearbeiten und beackern, wie ich lustig bin. So, jetzt machen wir das mal wieder so. So, jetzt brauchen wir natürlich auch einen Namen. Kann ich einfach rauskopieren, steht hier schon drin. Und sagt die Nordland-Gruppe. So, jetzt habe ich hier meinen Editor und das ist wie im Kalender. Das ist auch der gleiche Editor übrigens. Absolut. Ich kann also hier sagen, ich will das Überschrift zweiter Ordnung. Na, das ist ein bisschen zäh. So, dann machen wir ein Enter hinter. So, damit ist das ein separates Ding. Sagen wir, das machen wir erstmal so. Und dann machen wir da einen Strich hin. So. Nehmen wir ein bisschen hoch. So, jetzt orientieren wir uns. Ich orientiere mich mal einfach an der Formatierung des Ursprungsdokuments. So, bla 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 bla, geplant. Enter. So. So. Zu den Spielern alphabetische Reihenfolge machen wir so. Und dann machen wir so. So, jetzt machen wir die ganzen Geschichten, separieren wir so ein bisschen, einmal so. Und wir nehmen da noch einen rein, dass das einfach so getrennt ist, wie der Verfasser das vorgesehen hat. Also ihr könnt das natürlich auch direkt da reintippen, ne? Also das ist kein Problem. So, und nun ist der Text da drin. So, jetzt kann ich natürlich auch, wie im Terminkalender,
kann ich hier eine Grafik einfügen. Ich kann also sagen, klackedi, klackedi, klack. Wir nehmen mal hier, ich habe jetzt für die Nordland-Gruppe noch nichts Passendes fertig. Das heißt, auch da könnt ihr euch immer an mich wenden und sagen, ey, ich brauche mal ein Banner. Haben wir denn überhaupt für DSA schon was? Anscheinend nicht. So, nehmen wir Spielsystem-Logos. Was haben wir da? Das sind diese kleinen. Da, so. Den wähle ich mir aus. Das ist jetzt so ein kleines Ding. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel, so würde er das einfügen. Ich will eine Textumfließung machen. Das heißt, ich sage, das soll rechtsbündig sein. Und dann will ich so einen 5 Pixel breiten Rand drumherum haben. Das heißt, ich will so ein bisschen Abstand hier drum gewinnen. Und sage einfügen. So, dann sieht das so aus. Und dann will ich hier noch ein Bild einfügen. Dann nehmen wir, gucken wir mal. Ach, wir gucken einfach mal, sagen DSA, nehmen wir die Bildersuche. Da kennen wir nichts. Nehmen wir hier. Was nehmen wir mal? Ich klaue jetzt mal einfach irgendwas. Also wäre natürlich schön, wenn ihr Bilder nehmt, die ihr auch benutzen dürft. Das ist cool. Nehmen wir die Maske. Spiegel.de klauen wir einfach mal. Wir klauen uns hier die Bildadresse. Ich habe hier Bildadresse kopieren genommen. Das ist die Adresse zur Grafik. Füge die hier oben ein. Einfügen. Sage, ich will das Ding nach links haben. Will auch 5 Pixel drumherum haben. Und füge das ein. Ja, will ich haben. So, jetzt seht ihr, alles kaputt, viel zu groß. Jetzt könnt ihr wieder anklicken, die Grafik. Ist also ganz einfach. Und könnt hier über die Anfasser das einfach in eine Größe ziehen, die ihr haben wollt. Moin Tania. So. Und zack, habt ihr eine Grafik drin. So, jetzt will ich das hier noch ein bisschen hervorheben. Ich sage also, das mache ich fett. Und ich mache es unterstrichen. Das ist also, ihr seht, das ist wie... ja, wie Word. Also das ist... Ihr habt da relativ viele Möglichkeiten. So. Jetzt haben wir das da drin. So, jetzt will ich zum Beispiel hier unten noch... etwas reinmachen. Und zwar eine Tabelle als Beispiel. So, jetzt kann ich hier nehmen. Warte mal, ich mache euch das mal ein bisschen größer. So. Jetzt habt ihr hier verschiedenste Funktionen. Hier ist zum Beispiel eine Tabelle. Insert Table. Jetzt kann ich hier auswählen, wie viele Felder ich haben will. Ich brauche, lass mal überlegen, das sind, sag ich mal, 6 Spieler. Und jeder Spieler hat einen Namen, einen echten Namen, also einen Usernamen, einen Heldennamen und eine Rasse und eine Profession. Sind vier Spalten, die ich brauche. Und ich habe 6 Spieler. 1, 2, also oben die Überschrift. 2, 3, 4, 5, 6. Na? Und dann für die Überschrift brauche ich einen mehr. So, jetzt habe ich hier unten eine Tabelle drin. Jetzt kann ich in die Tabelle reingehen und kann sagen, Spielername, Heldenname, Rasse und eine Profession, sag ich mal. So, dann kann ich hier reinschreiben. Gut, was ist das? Nordlandgruppe. Nordlandgruppe haben wir, glaube ich, Dorn. Heldenname ist, weiß ich nicht. Steht da drüber? Ist das? Muss ich mir alles durchlesen? So.
Dorn. Enzo. So. Der gute Mann heißt Enzo. Nee, nicht Enzo, sondern Enzo. Enzo so. Ist tot. So. Ja, ist egal. Das sind nur zum Zeigen jetzt. Ich lösche das auch gleich raus wieder. So. Rasse ist Pferd. Ne? Profession ist doof. So. So kann ich das da Ganze füllen. Da habe ich eine Tabelle unter. Diese Tabelle kann ich natürlich auch nehmen und kann sagen, da will ich noch was mit tun. Das markiere ich mir und habe dann hier, ich kann hier rein einfügen, ich kann die trennen wieder allen möglichen Gedöns. Ich kann hier zum Beispiel sagen, nee, kann ich nicht. Wo will das? So. Ne, Felder einfügen, allen möglichen drum und dran. Los geht das. So, was wir noch machen können, jetzt können wir sagen, das ist jetzt auf der Website blöd. Normalerweise macht man immer so eine kleine Einleitung. Das heißt, ihr habt ein Stück des Textes, wird euch angezeigt auf der Webseite und dann habt ihr unten weiterlesen. Den Punkt, den er nimmt, ab wann man weiterlesen macht, könnt ihr hier unten festlegen. Könnt ihr weiterlesen machen, ihr könnt einen Seitenumbruch machen, ihr könnt andere Beiträge verlinken und so weiter. Das heißt, ihr könnt hier einfach reingehen und könnt sagen, ich will, dass hiernach ein Weiterlesen gemacht wird. Dann fügt er hier diesen Block ein, Weiterlesen, und dann läuft das. So. Was ihr auch machen könnt, so. Ihr könnt so ein Page Break einführen, also so ein Seitenumbruch. So ein Seitenumbruch könnte man zum Beispiel machen nach den Helden. Das heißt, ihr könnt hier sagen, hier machen wir einen Seitenumbruch rein. Klack. So, und so ein Seitenumbruch hat einen Titel. Das heißt, Drachenhand. Na? So, jetzt füge ich da einen Seitenumbruch ein. Hier kommt jetzt der Text zu Drachenhand. So, dann habe ich hier einen. Hier füge ich auch einen Seitenumbruch ein. Und in diesem Seitenumbruch geht das um... wen ging das da jetzt? Habe ich mir nicht gemerkt. Dragon Slayer. So, jetzt füge ich hier auch noch einen Seitenumbruch ein und sage Dragon Slayer. So. Und jetzt mache ich hier noch einen Seitenumbruch rein. Und da geht das um Saphira. So. Und dann kann ich hier noch einen Seitenumbruch reinmachen. Du hast einen vergessen. Lord Agron hast du nicht abgetrennt. Ich wollte gerade sagen. So. Ja, muss ich gleich mal gucken. So. Das ist eine... Weiß ich nicht. Das ist die Spielertabelle. Spielertabelle. So. Seitenumbruch einführen. So, mal gucken. Wo ist Lord Agron... Wo habe ich den wo ist er verschwunden? Dragon Slayer. Er hat bei Nah- und Forscherdrang. Achso, da gemeinsam. Da, Lord Argons erster Charakter. Ne? Da muss ich abtrennen. So. Da machen wir Seitenumbruch. Und das ist Lord Agron. So. Jetzt habt ihr diese Seitenumbrüche da drin mit einem Titel immer. Ihr werdet gleich sehen, was das macht. So. Jetzt ist das soweit ganz schön. Jetzt könntet ihr natürlich hier noch immer Heldenbild zu jedem einfügen. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Jetzt finde ich zum Beispiel, dass das ein bisschen noch zu groß ist. Das mache ich noch ein bisschen kleiner. So. So, super. Und der ist, kann ruhig ein bisschen größer. So, jetzt wird die wahrscheinlich pixelig werden, weil die ist nicht so vorbereitet. Wie gesagt, kommt da auf mich zu, wenn ihr was Hübsches haben wollt. Ich mache mal die Ansicht wieder auf 100%. Dann könnt ihr mehr sehen. Also auch dieses Feld könnt ihr natürlich beliebig größer ziehen. So, jetzt wie gesagt, Überschrift Alias braucht ihr nicht. Der wird automatisch generiert aus dem Titel. Das heißt, der Titel kann
alle Artikel könnten gleich heißen, solange der Alias anders ist. So, ganz wichtig. Aber in der Regel erstellt er sich den automatisch. So, das ist so der erste Reiter. Mehr könnt ihr hier gar nicht machen. Ihr könnt hier noch sagen, ich bin kein Roboter. Das brauchen wir aber gleich erst zum Speichern. So, dann haben wir Veröffentlichen. Veröffentlichen ist ganz einfach. Ihr habt hier oben eine Kategorie. Dieser Kategorie wird das zugeordnet. Über die Kategorie können wir nachher suchen. Können diese automatische Zuordnung machen. Alle DSA-Artikel, da gehört das zu. Jetzt können wir hier gucken, welche wir schon haben. Also ein paar haben wir schon drin. Das erweitert sich natürlich auch immer, dass wir sagen, wir haben Blog. Blog ist so die übergeordnete Geschichte. Das ist also, ihr seht das hier an den Strichen hier vorne. Da ist so eine Hierarchieebene drin. Das heißt, Blog, im Blog gibt das eine Sparte Tabletop. In Sparte Tabletop gibt das Infinity und Warhammer 40.000. So, dann gibt das Hersteller und Webshops. Dann gibt das eine Sparte Rollenspiel. In Sparte Rollenspiel gibt das Splittermond, RPG-Wochenende, das Schwarze Auge. Und so weiter und so weiter. Ist beliebig erweiterbar. Einfach mir Bescheid sagen, dann geht das los. So, wir haben jetzt, das ist ja ganz klar DSA. Ich nehme also das Schwarze Auge, wähle ich aus. Dann könnte ich hier noch Schlagwörter machen. Ich könnte hier sagen, Heldengruppe. Ne, da finde ich noch nichts. Ist nichts zu eingestragen. So, wenn er dann diese Schlagwörter findet, dann kann ich die zuordnen noch weiter. So, dann kann ich einen Versionshinweis machen. Ich kann also sagen, Version 1.0 oder ich kann sagen, nach Jahr des Feuers. So, um dann irgendwas festzumachen. Ich kann auch einen ein Autor-Alias setzen. So, dann steht nicht mein Name oben drüber, sondern ich habe den jetzt für Saphira geschrieben. Das heißt, ich schreibe jetzt einfach Saphira ganz frech. So. Oder der Meister. So. Dann kann ich Status machen. Das Ding kann veröffentlicht sein, es kann versteckt sein, kann archiviert sein, kann Papierkorb sein. Veröffentlicht ist auch vorausgewählt, braucht ihr auch nichts machen. Ihr wollt den Eintrag ja veröffentlichen. Haupteintrag auch unangetast lassen. Das wäre, wenn wir auf der Webseite könnten wir Bereiche definieren, wo sogenannte Haupteinträge hingesetzt werden. Also so wirklich wichtige, prägnante. Dann braucht man die nur markieren, dann landet der automatisch in diesem Bereich. Das haben wir aber noch nicht. So, dann könnte ich eine Veröffentlichung starten und das ist sehr cool. Weil ich kann jetzt sagen, weil das ein Bericht oder weil das eine Aufforderung für eine Veranstaltung oder sowas ist, will ich erst, dass das morgen erscheint. Dann taucht das morgen erst auf. Ihr könnt das heute schreiben und es erst in 3 Wochen veröffentlichen, wenn ihr wollt. So, das will ich hier aber nicht. Das brauche ich nicht. Ich lasse das frei, weil heute ist super. Ich kann auch eine Veröffentlichung beenden machen. Wenn ihr also auffordert über einen Blog-Eintrag und sagt, hey, meldet euch, am 22. wollen wir zusammen zum Bowling fahren. Dann könnt ihr sagen, ja, am 23. kann dieser Artikel auch verschwinden, weil dann ist er obsolet, dann braucht den kein Mensch mehr. So, dann könnt ihr hier einen Zugriff machen. Bestes Beispiel ist wie bei Kalendereinträgen, Public ist super. Wollt ihr in diesem Bericht allerdings schreiben, hey Leute, wenn was ist, erreicht ihr mich unter der Telefonnummer, warum man auch immer das im Blogartikel machen will. Oder man sagt, hey, unser Geburtstag war toll oder ich habe das und das. Das sind irgendwelche privaten Sachen oder ihr wollt das nur Vereinsmitgliedern mitteilen, dann wählt hier Mitglieder aus. Ansonsten braucht ihr den Zugriff nicht besonders einschränken, weil es ist ja, was ihr so schreibt, das ist ja gerade der Gag, dass wir das öffentlich machen. Aber ihr könntet das tun. So. Dann können wir das eigentlich speichern, weil hier Sprache... Da könnte man festlegen, dass es nur für bestimmte Sprachen gilt, dieser Artikel. Also nicht angezeigt wird, wenn man die richtige Sprache nicht haben. Und Metadaten, da könnte man noch so Schlüsselwörter, das ist so eine für Suchmaschinen relativ wichtig. Brauchen wir aber im Moment nicht, könnt ihr ignorieren. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur hier die Kategorie auswählen. Mehr müsst ihr da eigentlich normal gar nicht machen auf der Seite. Und hier unter Inhalt müsst ihr euren Text reinschreiben, den irgendwie ein bisschen gestalten. Eine Überschrift vergeben und fertig ist die Laube. Dann sagt ihr hier, ich bin kein Roboter. Das ist dafür da, damit nicht irgendwelche automatisierten Systeme
unser Blocksystem dicht pumpen mit irgendwelchem Müll. So, und dann sagt ihr speichern. Das ist ein Blockeintrag. Jetzt nuddelt er ein bisschen rum da oben, bis er fertig ist. Dann sagt er, der Beitrag wurde eingereicht. Und da ist euer Artikel. Sondern ihr seht, da wo wir dieses Weiterlesen gemacht haben, ist jetzt Schluss. Das heißt, der wird hier nur so weit angezeigt, wie ihr dieses Weiterlesen-Feld oder wie ich gerade dieses Weiterlesen-Feld gemacht habe. Das heißt, ihr könnt genau bestimmen, wie viel Text er anzeigt und ab wann er hier vorne den Cut macht. Während er das bei anderen Artikeln vielleicht random macht. So, jetzt kann ich sagen, entweder hier weiterlesen oder ich kann den Artikel auch einfach anklicken. So. Na, da. So. Nordland-Gruppe. So. Wieso ist der ist zum Beispiel noch gar nicht veröffentlicht? Warum? Bearbeiten? Habe ich das hier nicht umgestellt? Veröffentlichen. Achso, er hat diesen Artikel die Zeit übernommen. So, 20 Uhr. Ich habe das zwar gelöscht eben, aber er hat die Zeit von morgen, die ich da eingestellt habe, übernommen. So. Ich bin kein Roboter. Speichern. So. Hä, habe ich doch gemacht. Klack. Speichern. So. Da ist der Artikel fertig. So sieht das aus. So, jetzt seht ihr, dass hier der Artikel ist und hier unten steht ein Weiter. Und das sind jetzt diese Weiterlesen-Teile. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach das alles zu Drachenhand, das alles zu Dragonslayer, hier ist dann alles zu Lord Agron, hier ist dann Saphira und hier ist die Spielertabelle. Jetzt natürlich unfassbar unspektakulär ist. Genauso das Ding hier hat er durch diese Seitenumbrüche automatisch angelegt. Das heißt, ihr habt hier automatisch so eine Navigation drin und könnt sagen, ich will mir nochmal Drachenhand angucken. Ihr könnt also direkt die Spielertabelle. Da könnt ihr Spieltabellen, könnt Armeelisten sortieren, alles Mögliche. Und pflegt einfach diesen Artikel immer weiter. Ne? Und fügt da immer weitere Punkte hinzu. Das ist ohne Probleme machbar. Bloß hier findet man das wieder. Vor allen Dingen kann ich jetzt sagen, ich habe eine Suche auf der Seite. Wenn ich jetzt hier auf der Startseite bin und habe jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe einer Suche, die ich... Haben wir überhaupt eine Suche? Wenn man denn eine Suche hätte, könnte man die Möglichkeit nach Nordlandgruppe zu suchen und dann würde man das ganze Ding finden. Was ich jetzt auch habe, wenn wir nachher die Spielsysteme fortgeführt haben und dann DSA-Bereich drin haben, im Moment haben wir nur Infinity als Beispiel mit drin, dann landet das natürlich auch gleich im Bereich DSA oder im Bereich Gruppen oder sonst irgendwas, wo immer wir das reinhaben wollen. Da haben wir die Möglichkeit zu, das zu machen. So, auf jeden Fall landet es hier im Blog, auf der Startseite ja auch, aber im Blog landet es eben halt auch. So, und auch da seht ihr, da wo ich geplant habe, den Text zu enden, da endet er. Kann dann hier weiterlesen, die Nordland-Gruppe, und da ist mein Text. So, und kann direkt auswählen. So, will ich den jetzt verändern? Das heißt, ich sage, ich will den weiter bearbeiten. So, zum Beispiel hat er die Änderung nicht übernommen. Ihr seht, der wird immer noch am 4. August. Ich sehe den, weil ich den geschrieben habe. Aber steht geschrieben von der Meister. Das ist das, was ich als Autor-Alias vergeben habe. So, aber ich kann den sehen. Obwohl noch kein anderer, das heißt, wenn ihr jetzt auf der Webseite gucken würdet, würdet ihr den nicht sehen. Den Artikel. Das heißt, der taucht erst morgen auf. So. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt will ich den bearbeiten. Jetzt habe ich hier oben, als wenn ich angemeldet bin und wenn das mein Artikel ist, sehe ich hier oben dieses kleine Symbol. Das ist so ein kleiner Knopf. Und wenn ich da drauf drücke, habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann das Ding drucken, ich kann das als E-Mail verschicken oder ich kann das bearbeiten. Dann geht wieder das Editor-Fenster auf. Das öffnet er jetzt aber in der Seite. Also es ist ein bisschen gestauchter. Und ihr habt die Möglichkeit,
nochmal Anpassungen an dem Ding zu machen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, veröffentlichen. Nein, das soll heute passieren um 20 Uhr. So. Ganz wichtig, ich bin kein Roboter. Speichern. Zack. So, und jetzt ist der auch veröffentlicht. Jetzt sieht den jeder auf der Seite. Jeder kann diesen Artikel jetzt sehen. So, das heißt, wenn ihr jetzt alle euch mal auf der Webseite rumtreibt, müsste aufgeploppt sein, einmal auf der Startseite und einmal im Blog taucht jetzt die Nordlang-Gruppe als Artikel auf. Und das ist das ganze Geheimnis. That's it. Dann, alles erzählt so. Wir haben nachher später ein etwas anderes System. Das heißt, wir haben noch Möglichkeiten, Bildergalerien besser reinzumachen, Videos noch mit reinzumachen. Das ist also so ein erweitertes System, was auf der neuen Seite dann kommt. Es hat aber den gleichen Editor. Das heißt, die grundsätzliche Bedienung ist gleich. Alles, was dann als erweiterte Funktion zukommt, machen wir dann nochmal als separates Webinar. Das heißt, wir machen das in Zukunft immer, wenn neue Sachen hinzukommen, überarbeiten wir jetzt diese Webinar-Themen auch. So, in dem Sinne, habt ihr noch irgendwie Fragen? Noch irgendwas, was ich euch zeigen kann oder zeigen soll? Tippen Sie jetzt. Ein Nö ist auch cool. Dann sind wir nämlich fertig. Ja, Turbo sagt alles klar. Warten noch mal ein paar, einen kurzen Moment. Ja, wie gesagt, ich bin ja, man ist ja auch nicht aus der Welt. Also wenn euch da was im Sinn kommt, gerne bei YouTube auch dann in die Kommentare einfach rein, im Discord schreiben, hey Kevin, das sollte noch rein. Ich mache dann gerne jederzeit ein neues, setze dann was Neues an. Guild Ball und X-Wing, ja, können wir gleich machen. Schreibt mir das bitte im Discord. Ja, die Gruppen können wir dann auch machen. Wenn die Leute, bisher hat sich das halt nicht gelohnt mit den Bildern, da so viel zu machen, weil ich der Einzige bin, der irgendwie, und ich kann nicht für alles Bilder oder Texte schreiben. Wenn ihr das mehr nutzt, einfach Bescheid sagen, ich knall euch dann Bilder raus. Na? So, auch die Gruppen können wir dann als Kategorie noch anlegen. Wenn ihr eine Idee habt, Mensch, das wäre als Kategorie cool, das fehlt noch, immer raus damit. Je mehr Leute daran bauen, auch das ist eine Geschichte, die mir hilft. Wenn ich das baue, ah, ich liebe diese Frau. So, ja, deswegen sollst du erst Bescheid sagen, ich brauche ein Bild, ich brauche Folgendes, das und das brauche ich, irgendwie ein Bild von der Stadt oder sowas. Hübsch, bereite mir das mal auf. Na? Und dann kann ich das machen und dann kannst du auch deinen Text schreiben, wenn ich sage, ja, ist fertig. So. Das funktioniert einfach ganz gut. Wenn ihr selber mitgestaltet an der Kategorisierung, an der Geschichten, was brauchen wir für Kategorien, was machen wir für Bloggeschichten, dann wird das Ganze auch immer dynamischer und immer schöner. Das heißt, ich brauche das dann nur erstellen und die Texte schreibt ihr. Und ich muss mir nicht auch die Kategorien ausdenken, weil so muss ich immer ein bisschen hellseherische Fähigkeiten haben, was ihr denn schreiben wollt und zu was ihr schreiben wollt. Nee, persönlich an mich die Nachrichten. Das macht am meisten Sinn. Weil dann geht das nicht, fällt das nicht unter den Tisch. Das heißt, einfach direkt an mich schreiben, hey, ich brauche.
Oder einfach, ich weiß gar nicht, haben wir nicht, ich guck mal. Was auch geht, ist halt zum Thema, wo ihr das reinschreiben könnt. Wartet mal. Irgendwo hatten wir hier was. Ne, habe ich glaube ich schon wieder weggenommen. Ja, ich könnte auch, ich kann auch eine Rubrik machen, aber das könnt ihr sonst auch einfach direkt an mich schreiben. Das ist am einfachsten. Gut. Ja, ja, sowas noch. Ach ja, genau. Newsletter. Böses Thema, ich weiß. Nicht alle haben Bock auf Newsletter. Wenn ihr Lust habt, diese ganzen Blogartikel euch als Newsletter schicken zu lassen, sodass ihr die einfach frei Haus geliefert kriegt, könnt ihr euch hier in den Newsletter eintragen. Was macht der Newsletter? Der Newsletter macht nichts anderes als die Rubrik Blog, also alle Artikel, die auf der Webseite geschrieben werden, zusammenzufassen und als tägliches Update an euch per E-Mail zu schicken. Das heißt, ihr kriegt eine Zusammenfassung aller Artikel, die heute geschrieben wurden. Also jeden Tag kriegt ihr ein Update zur Webseite. Das ist ganz cool, wenn ihr keine Zeit habt, irgendwie auf die Webseite zu gucken und wollt euch nur informieren lassen. Dann könnt ihr hier den Newsletter nutzen und kriegt Infos. Analog zum Kalender-Newsletter, der dann auf der neuen Seite zu finden ist. Wo ihr euch dann alle Artikel zeigen lassen könnt. So, ja, dann schieß los, Turbo. Immer gut damit. Mit die Sprache. Wie gesagt, wenn ihr die verbal äußern wollt, eure Fragen, steht euch auch der Twitch Livestream Discord Sprachkanal zur Verfügung. Ja, das ist ein guter Punkt. Das geht auch über unsere Seite. So, und zwar ist das ganz einfach. Du hast hier einen Artikel und diesen Artikel bearbeiten wir jetzt. So, da hast du wieder deine Ansicht, du hast Inhalt. Jetzt kannst du hier über die Grafik einfügen. Ich mache das mal als separates Ding. So, ich sage hier eigene Bilder hochladen. Na? Achso, warte mal. Quatsch. So, und sag hier Seitenumbruch. Nee. Eigene Bilder. So. So, jetzt will ich hier, das machen wir noch, soll ja auch hübsch sein, machen wir noch fett, machen wir noch unterstrichen. Jetzt will ich hier ein eigenes Bild haben. Also ich habe ein Bild auf der Festplatte von meinem Helden, von meinem X-Wing-Schiff, von meinem Foto, was ich gemacht habe oder sonst was. Und kann ganz einfach sagen, ich mache hier ein Bild, klick. So, und in diesem Bild habe ich hier die Möglichkeit unter Stories oder ich kann auch eine eigene Rubrik anlegen. Ich mache bitte Folgendes. Sagt hier unter Stories, könnt ihr euch einen Ordner machen. Da kannst du hier sagen, ich bin jetzt unter Stories drin. Sag New Folder, sag Fetzo. So, da kommen meine Bilder rein. So, jetzt gibt das hier den Bereich. So. So, Stories und in Stories gibt das jetzt hier einen Ordner, der sich dann nennt Fetzo. So, wenn ich jetzt in Fetzo reingehe, sind da keine Bilder drin. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einen Upload zu machen. Das heißt, ich kann sagen Upload und kann einfach meine Grafik, ich mache hier mal ich nehme hier einfach mal so einen Ordner, zack. So, ich habe jetzt hier so einen Ordner. Und such mir da eine Grafik aus. So.
den Avatar von Solduri, oder? Was nehmen wir mal? Ne, nehmen wir was Cooles. Können wir auch einen Heldenwesen geben? Hm. Oh, das dauert jetzt zu lange. So, wir nehmen mal Logos. Wo haben wir sie? Logos. Was nehmen wir denn mal? Ja. Twitch, X-Wing, ja, X-Wing. So, für Völker, das passt gut. So, nicht unbedingt zum Artikel, aber zu Völker. Jetzt kann ich das einfach links anklicken und ziehe das hier einfach hier rüber und lasse los. So, dann kann ich mir das nächste Bild nehmen, kann sagen, Twitch ziehe ich da auch noch rüber. Klack und so weiter. Was ich auch sagen kann, ich kann hier sagen, Browse. Kann mir hier Bilder suchen. Falscher Bilderordner. Wir nehmen Creative Cloud. Wir nehmen Logos. Und wir nehmen hier unser Webinar-Logo mit rein. So, jetzt nimmt das auch rein. Jetzt habe ich hier diese drei Bilder. Und sage einfach Upload. Schrunzen, dann habe ich die hier drin. So, und dann kann ich hier aussehen, er zeigt mir hier an, wann ich sie hochgeladen habe, wie groß sie sind. Bitte achtet darauf, dass ihr die Bilder möglichst klein macht, weil das schrunzt uns unseren Server dermaßen zu. Ja, wenn ihr da so eine riesen 10 Megabyte, das ist auch eine Sache des, das muss ja der geneigte Webseitenbesucher auch alles laden auf seinem Gerät. Das kann sehr nervig werden, also macht die möglichst klein. So, und dann kannst du die hier auswählen. Ich will zum Beispiel das X-Wing-Logo. Dann zeigt er hier oben an. Jetzt will ich das hier ein bisschen kleiner haben. Sagt 350 Pixel nur. Dann passt er das, weil ich das auf proportional gestellt habe, in der Höhe gleich an. Und sag einfügen. Da ist mein Bild. So. Also Größe ist 800 Pixel. Viel größer sollte das gar nicht sein. Das heißt, wenn ihr jetzt mal guckt, er verkleinert das zwar, glaube ich, auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nehme die Veranstaltungsbanner, die sind teilweise, die alten sind noch breit, also die neuen sind 800 Pixel breit gleich. Die alten sind noch 1920 Pixel breit. Das heißt, wenn ich das Ding nehme und da einfüge, dann ist das riesengroß. Das heißt, wenn ich jetzt speichern sage, hier unten haben wir jetzt eigene Bilder. Und dann hat er das angepasst. Also die Breite passt er an. Allerdings, wie gesagt, ihr braucht ja nicht zu breit sein. 800 Pixel reicht vollkommen für die Webseite. Aber ihr seht, ihr könnt das auch breiter machen. Er passt das an. Aber eben halt, je mehr Pixel das hat, desto größer ist das Bild auch. Ja? So ein Bild sollte auch nicht mehr wie, weiß ich nicht. Das kommt echt auf die Grafik drauf an. Also so alles bis 100 Kilobyte. Viel mehr sollte das gar nicht haben. Wenn ihr ein ganz großes Bild habt, ja, kann das auch mal 300 Kilobyte haben oder sowas. Das tut aber nicht. Also wenn das Ding in den Megabyte-Bereich reingeht, ab da, wenn dann Megabyte hintersteht, dann ist das zu viel. Dann ist das viel, viel zu viel. Das heißt so zwischen, ja, sag ich mal 30 und 300 Kilobyte sollte so eine Grafik höchstens haben. Ab dann fängt das an pervers zu werden. So, auf der neuen Webseite, um euch das zu erleichtern, wird es ja auch gewisse CI-Geschichten geben, also wie so ein Artikel da aussehen sollte, so als Anhalt, damit die alle möglichst gleich aussehen. Und da wollte ich dann auch sollte eine Grafik sein, wie ist die Größe, worauf ist zu achten, wie sieht das Logo aus, welches Logo, wenn ich ein Solduri-Logo verwenden will, nehme ich, dass dann ihr Download-Links kriegt, dass ihr sagen könnt, wenn ich ein Solduri-Logo brauche, nehme ich das. Und damit das immer dasselbe ist. So, habt ihr noch was? Ach, der Tjerk ist auch da. Hallo Tjerk. So, noch irgendwelche Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen. Jetzt haben wir doch fast eine Stunde verbraucht. Aber wenn es funktioniert,
soll uns das recht sein. Dafür machen wir den Quatsch ja. Bei mir fällt nichts mehr ein, was man zum Blocksystem noch sagen kann. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte euch das Neue schon mal zeigen, aber ich glaube, das verwirrt euch jetzt mal. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Weil installiert und laufen auf der Webseite tut es schon, aber eben halt im Hintergrund. Und ist halt noch nicht sauber eingerichtet. Das kommt noch. Oh, es hat sich gerade einer bei Soldori angemeldet. Eine Registrierung gemacht auf der Webseite. Ja. Freunde der Sonne. Noch habt ihr die Möglichkeit. Knussel ist fertig. Turbo, wie sieht's aus? Alle Fragen, Sorgen, Nöte, Anregungen? Alles geklärt? Oder hast du noch was? Hat Tjerk noch was? Der Tenurion? Redet mit mir. Please. Super. Turbo sagt alles prima. Ja, ich glaube, wir swappen mal ein bisschen um hier. So, ihr seht, da braucht man kein Bammel vorhaben oder keine Scheu. Und ich glaube, es wird auch relativ klar, wenn man sich mit dem System auseinandergesetzt hat, wo der Vorteil liegt bei so einem Blogartikel im Gegensatz zu einem reinen Foren oder einem rein Vorhalten im Forum. Wir können es einfach immer wieder verwenden, den Kram. Und in einem Forum ist es irgendwann weg. Da guckt halt auch keiner rein. Ist genauso wie jeder Text, der auf der Webseite in einem Blogartikel steht, hat für Google auch eine Relevanz. Ein Forum nicht so. Ein Forum, damit anhand eines Forums kann Google nicht bewerten, ob zu einem gewissen Thema, sag ich mal, mich lächelt gerade das X-Wing-Logo da an, dass X-Wing jetzt, dass wir ein Thema behandeln, was für das Thema X-Wing eine Relevanz hat. Oder ob wir nur in einem Forum das Wort X-Wing 30 Mal geschrieben haben, weil wir sagen, ja, das ist so ähnlich wie X-Wing. So, so Foren, da wird gerne mal geschrieben, deswegen ignoriert Google gerne die Foren so ein bisschen und hebt so richtig geschriebene Artikel und Webseiteninhalt einfach, bewertet das höher in der Relevanz. Dementsprechend werden wir immer mehr gefunden. Das heißt, je mehr Artikel über Guild Ball auf unserer Webseite stehen, desto eine höhere Relevanz kriegen wir im Bereich Guild Ball. So, da gibt es 1000 Foren und 1000 Webseiten, die 10-mal höher sind. Wir werden immer auf Seite XY rumdümpeln bei Google. Aber wenn einer das dann in Kombination setzt und sagt Schleswig-Holstein Guild Ball, dann bam, dann sind wir auf einmal ganz oben zu finden. Und das wäre halt ganz cool. Und dafür soll das auch sein. Zumal wir die Möglichkeit haben, dann irgendwann zu sagen, hey, du bist Guild Ball Spieler, hier ist der Link. Ich sag mal, so wie bei Infinity. Ich gehe jetzt mal auf Infinity hier rauf, klick. Ja, das ist Infinity. Wann findet das nächste der nächste Demo-Termin statt? Dann haben wir hier noch, und dann kommen hier ein Setting und dann kommen da unter die ganzen Blog-Einträge. Und ich kann sagen, du, guck mal nach. Da habe ich hier noch Links zum Thema, die Herstellerseite, ein Army-Builder, eine Heldengeschichte, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4, DSA auf dem RPG-Tag, DSA auf der RPC, sonstige Geschichten. Und wir können wirklich sauber, man findet das immer wieder, während es im Forum einfach irgendwann auf Seite 30 sitzt. So, alles klar. Ich würde mich dann ausschalten und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche diesmal nur bei YouTube guckt, weil nächste Woche ist der Cosplay-Stammtisch quasi abends. Das heißt, ich werde nächsten Donnerstag nicht live streamen.
Aber ich werde trotzdem ein Video hochladen und werde mal ein Video machen zum Thema, was macht Solduri, was ist Solduri, was wir dann einfach für neue Spieler als Anleitung nehmen können, warum, wieso, weshalb, wie läuft das mit Probemitgliedschaft und so weiter. Das heißt, dieses Video nächste Woche zieht euch mal rein und teilt das ganz kräftig in irgendwelchen sozialen Foren oder sonst was. Oder das ist eben halt ein Video, wo wir ein neues Mitglied im Clubraum vorsetzen können, vor den Clubraumrechner oder in RPG-Raum vor den Fernseher und können sagen, du guck dir das mal an, da wird dir alles erklärt, Kevin ist heute nicht da. Ich glaube, das macht Sinn. Und das werde ich nächsten Donnerstag aufnehmen. So, in diesem Sinne, schau bis zum nächsten Mal und ich danke euch. Bis dann.